Hallo, hier ist Johannes Gunzenheimer mit seinem Corona-Tagebuch. Ja gut, also mittlerweile hat sich schon gesprochen, also es gibt eine Ausgangssperre in Deutschland, es gibt bestimmte Auflagen, um ein Ausbreiten des Virus zumindest zu verlangsamen. Und einige Politiker sind jetzt vorgeprescht und haben sich überlegt, was man jetzt eigentlich von den Leuten verlangen kann, die die Auflagen verletzen. Ja, der Bußgeldkatalog, das geht von ein paar hundert Euro für leichtere Vergehen bis zu ein paar tausend Euro für schwerere Vergehen. Also haltet euch lieber an die Auflagen. Also wenn nicht schon aus Vernunft, dann wenigstens, damit ihr nicht abgezockt werdet. Also damit ihr keine Strafe zahlen müsst. Ja, ich habe mich auch ein bisschen mokiert darüber, dass sich die AfD-Politiker nicht geäußert haben. Mittlerweile hat sich das geändert. Und da wünsche ich mir, ja, sie hätten sich besser nicht geäußert. So zum Beispiel, wenn da der Tonfall war. Also irgendein AfD-Politiker hat gemeint, es wären Flüchtlinge gewesen, die das Coronavirus nach Deutschland gebracht hätten. Das entspricht so nicht den Tatsachen. Es waren vor allem deutsche Touristen, die aus ihren Urlaubsorten heimgekehrt sind, die das Virus nach Deutschland gebracht haben, und verbreitet wurde es dann vor allem auf solchen Festivitäten wie Karnevalssitzungen oder Bierfesten und so. Also das hat mit den Flüchtlingen jetzt nicht so viel zu tun. Ja, mag sein, dass der eine oder andere Flüchtling Corona hat, aber das Virus ist vor allem von deutschen Touristen hierher nach Deutschland geschleppt worden und ist dann auch auf deutschen Festivitäten verbreitet worden. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Greta Thunberg hat sich selber in Quarantäne begeben, weil sie meint, sie hätte sich das Virus eingefangen. Ob dazu ein ärztlicher Befund vorliegt, weiß ich nicht. Also, aber aus den Meldungen hat man gehört, Greta Thunberg hat sich selber in Quarantäne gesetzt. Wäre vielleicht ganz gut, wenn sie sich da mal an einen Arzt wenden würde, ob sie das Virus wirklich hat. Ja, weil wenn man Schnupfen hat und Husten und Durchfall, dann kann das auch was völlig anderes sein. Weil wir haben nun mal momentan teilweise nasses Wetter, teilweise kaltes Wetter. Also da können solche Erscheinungen, wer weiß was sein, das muss dann nicht Corona sein. So, das war's für heute. Tschüss.